Die fachgerechte Montage hat einen großen Einfluss auf die Funktion und Langlebigkeit von Fenstern und Türen. Eine gute Montage beginnt deshalb mit der Planung. Das passende Abdichtungssystem wird vor der Baustellenmontage geplant und hängt ab von der Belastung und erwarteten Fugenbewegung, der Beschaffenheit der Fugenflanken, der Fugengeometrie, der Materialverträglichkeit sowie der Ebenheit und Maßhaltigkeit der Leibung. Hierbei helfen der Montageleitfaden und der kostenlose IFT-Montageplaner. Vorkomprimierte Fugendichtungsbänder und Multifunktionsdichtungsbänder ermöglichen die Luft- und Schlagregendichtheit der Anschlussfuge von Bauelementen und eignen sich für Elemente, die in die Wandöffnung eingestellt bzw. gegen einen Innenanschlag montiert werden. Die Abdichtung ergibt sich durch die Expansion der vorkomprimierten Bänder. Die Leibungsflächen der Wandöffnung müssen eben und planparallel sein, beispielsweise eine glatte Wand aus Beton, Holz oder Mauerwerk mit Glattstrich. Unebenheiten mit weichen Übergängen können noch zuverlässig abgedichtet werden, sprunghafte Versätze aber nicht. Bei Multifunktionsdichtungsbändern müssen deshalb auch vorhandene Vertiefungen oder Vorsprünge im Fensterprofil durch Nutenfüllprofile oder Dichtstoffe ausgeglichen werden. Weil die Bänder unempfindlich gegen Haftungsprobleme sind, ergeben sich vielseitige Einsatzbereiche, beispielsweise Abdichtung gegen Putz oder zwischen Abdeckprofilen. Wand- und Fensterrahmen müssen fest genug sein, weiche Dämm- und Faserstoffe sind nicht geeignet. Die Verarbeitung der Dichtungsbänder ist zeitsparend, insbesondere beim Multifunktionsdichtungsband, weil hier die innere und äußere Abdichtung sowie die Fugendämmung in einem Schritt erfolgen. Das Video zeigt die Montage mit Multifunktionsdichtungsband und gilt auch für Fugendichtungsbänder. Die Montage beginnt mit der Kontrolle der Wandöffnung. Aufmaß und Vorbereitungen werden im Video Befestigung ausführlich gezeigt. Zuerst wird die Fugenbreite und die richtige Abmessung für das Dichtungsband im Rahmen der Montagevorbereitung bestimmt. Das ist wichtig, um einen ausreichenden Kompressionsgrad und damit die Dichtheit zu gewährleisten. Die Vorgaben für die Einsatzfugenbreite B-min und B-max müssen eingehalten werden. Eine zu geringe Abmessung macht die Fuge allenfalls blickdicht, aber nicht luft- und schlagregendicht. Um ein Herausexpandieren aus der Fuge zu vermeiden, sollte das Band ca. 3 mm zurückspringen und das Verhältnis Fugenbreite zu Fugentiefe eingehalten werden. Wichtig ist die Beachtung der drei Beanspruchungsgruppen. BG1 und 2 Bänder sind für die Außenanwendung einsetzbar. Bei direkter Sonneneinstrahlung ist die Gruppe BG1 notwendig. Bänder BGR sind nur für den Innenbereich zulässig. Zuerst wird die Wandöffnung vorbereitet, indem die Tragklötze aufgelegt werden. Eventuell wird die Befestigung vormontiert, sowie eine Reinigung von Staub, Dreck und Mörtelresten vorgenommen. Das Anfangs- und Endstück des Bandes ist abzuschneiden, da diese zu stark komprimiert sind und nicht richtig aufgehen. Danach wird das Dichtungsband am Fensterrahmen seitlich und oben positioniert und angedrückt, ohne das Dichtungsband zu dehnen. An den Enden wird das Band auf der einen Seite bündig und auf der anderen Seite mit Überlänge entsprechend der Fugenbreite abgeschnitten. Es darf nicht um die Ecke gelegt werden, weil es dann nicht richtig expandiert und undicht ist. Wenn man das Band in der Länge stößt, wird es am besten schräg geschnitten. Das ergibt eine größere Kontaktfläche. Zusätzlich wird eine kleine Luftschlaufe gemacht und anschließend glatt gedrückt, damit Druck auf die Stoßstelle kommt. Der Rücksprung auf die Fensterbank wird beigeschnitten. Im unteren Bereich werden Folien innen und außen angebracht, damit die Fuge auch im Bereich der Tragklötze dicht wird. Nun wird das Fenster in die Leibung auf die Tragklötze gestellt, ausgerichtet und fixiert. Multifunktionsdichtungsbänder füllen die ganze Fuge aus, sodass kein Platz für Trag- und Distanzklötze bleibt. Deshalb müssen hier geeignete Schrauben zur Distanzbefestigung verwendet werden, die auch die Funktion der seitlichen Tragklötze übernehmen. Zum Schluss werden alle Bereiche auf sichtbare Ritzen kontrolliert. Diese können mit einem geeigneten, spritzbaren, kompatiblen Klebstoff geschlossen werden.
Alle Arbeiten müssen zügig erfolgen, denn die Expansion des vorkomprimierten Dichtungsbandes beginnt sofort nach dem Auspacken. Wer zu langsam ist, bekommt das Fenster nicht mehr in die Öffnung, weil das Band zu stark expandiert ist. Die Expansion ist von der Temperatur und der Luftfeuchte abhängig. Eine Verzögerung ist durch eine kühle Lagerung, eine Beschleunigung durch Erwärmung des Bandes möglich. Hier ist eine Klimabox auf der Baustelle hilfreich. Bei Kälte sind die Dichtungsbänder bis zum vollständigen Aufquellen, gegebenenfalls mit Keilen, zu fixieren.